Schneeschuhwanderführer Sepp Haselberger im Einsatz. Er führt ein halbes Dutzend Gäste durch die winterliche, tief verschneite Bergwelt. Seine Schützlinge sind unten im Ort mit Schneeschuhen und Stöcken ausgerüstet worden. Und mit dieser Ausstattung lassen sich unsere Wanderer auch vom Tiefschnee nicht mehr bremsen. Er tat ja ohne Schneeschuhe tief im Schnee versinken und er kam nicht durch. Nun hat der Schneeschuh eine Auflagefläche, die die Schuhsohle ungefähr verdrei- oder vervierfacht. Mit der Folge, dass man dann entsprechend weniger einsinkt. Und so kann man also mittels Schneeschuhe eigentlich überall hingehen. Und zwar ohne vorher Großkurse belegen zu müssen. Schneeschuhwandern ist keine große Kunst. Man braucht nichts lernen. Man schnallt die Schneeschuhe an. Manche Leute meinen, am Anfang müsste breitbeinig gehen, ist aber gar nicht der Fall. Man zieht einen Schneeschuh so über den anderen drüber. Man hat natürlich auch die Stöcke, der Balance halber. Man geht etwas langsamer als ohne Schneeschuh, aber man kommt eigentlich auch ganz gut vorwärts. Also es kann im Grunde jeder Schneeschuh wandern, wenn er ein Wanderer ist. Sagt der Sepp, der mit seinen 75 Jahren viele Jüngere alt aussehen lässt. Es ist nämlich so, dass es auch Stimmen gibt, die aus Erfahrung wissen, dass ein bisserler Kondition beim Schneeschuhwandern nicht direkt schadet. Schneeschuhwandern kann jeder machen. Ich glaube aber, dass, weil ich es selber schon ausprobiert habe, dass man tatsächlich eine gewisse Kondition braucht. Es ist schon anstrengend und es geht über das gemütliche Spazierengehen schon ein bisschen hinaus. Es ist einfach schon viel aktiver und sportlicher. Wie anstrengend oder nicht anstrengend es wird, hängt natürlich immer auch von der Geschwindigkeit ab, mit der die Schneeschuhwanderer unterwegs sind, und von der Routenwahl. Der Weg unserer Gruppe führt hier steil hinauf zur Eckkapelle, rund 200 Jahre alt und eine der schönsten in Reit im Winkel, heißt es. Sepp Haselberger hat für diese Tour die Hausbergrunde gewählt. Eine ausgeschilderte Schneeschuhwanderung, eine von mehreren, die Reit im Winkel inzwischen anbietet. Wir haben also etwa 400 Höhenmeter zu überwinden gehabt. Reit im Winkel liegt auf 700. Der höchste Übergang ist nahezu 1100 Meter hoch. Und von da sind wir wieder etwas abgestiegen und jetzt über die Fläche der Hutzenalm. Und jetzt sind wir da am Kaiser der Hutzenalm angekommen, wo man einkehren kann, und sind wir jetzt auf einer Seehöhe von 1000 Metern. Auf der Hutzenalm gibt es übrigens sagenhafte Kaspressknödel. Die richtige Stärkung nach ausgiebiger Schneeschuhwanderung, bevor es dann rund eine halbe Stunde zurück ins Tal geht. Und damit ist die Hausbergrunde vorgestellt, die, gut beschildert, mit oder ohne Führer, mit eigener oder geliehener Ausrüstung zum Schneeschuhwandern einlädt. Ganz wichtig ist uns natürlich, dass die Menschen auch wissen, dass man bei uns im Chiemgau diese Schneeschuherlebnisse haben kann, dass wir dafür ausgerüstet sind, dass es Verleihstationen gibt und dass man eben auch Schneeschuhtouren oder Schneeschuhwege haben, die beschildert sind. Schneeschuhwandern im Chiemgau. Bewegung und Naturerlebnis. Alle Infos im Internet. Musik